Hallo, hier ist wieder Deutsch in Bildern und das ist ein neues Video zu einer neuen Reihe mit einer neuen Präsentationssoftware und diesmal werde ich unterstützt von Studierenden der Universität Osnabrück. Es soll in dieser Reihe um Literaturgeschichte gehen und einzelne Filme sollen zu einzelnen literarischen Epochen entwickelt werden. Dieser Film hier widmet sich der Aufklärung. Und das Begleitbild, zumindest am Anfang, stammt von Daniel Nikolaus Schurowitzki aus dem Jahre 1791. Es zeigt Minerva als Botin der Toleranz vor den Weltreligionen. Na gut, auf geht es. Nun, was antwortet eigentlich ein Schüler auf die Frage, was die Aufklärung gewesen sei? Er sagt wahrscheinlich, das war eine Zeit, in der die Menschen begannen, ihren Verstand zu benutzen. Eine Zeit, in der die Menschen begannen, nachzudenken. Aufklärung war eine Zeit, in der die Menschen begannen, die Vernunft zu gebrauchen. Nanu, haben denn die Menschen in der Antike oder im Mittelalter mit der Kniekehle gedacht und ihren Verstand nicht benutzt? Frage Nummer 2. Was und wen zitiert ein Schüler eigentlich auf die Frage, was die Aufklärung sei? Nun, am häufigsten wird wahrscheinlich Immanuel Kant, der Königsberger Philosoph, zitiert und hier ein Traktat aus dem Jahre 1784 zur Frage, was Aufklärung sei. Genau genommen werden die ersten drei Sätze zitiert. Hier sind sie. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt. Was bedeutet das? Nun, bildhaft gesprochen, der Mensch vor der Aufklärung war gefesselt, er war eine Marionette. Fremdgesteuert, fremdbestimmt, und zwar am Spielkreuz der Marionette durch zwei Institutionen, einmal die Kirche und zum anderen die politische Macht und Gewalt. Das Ziel und die Aufgabe der Aufklärung war es, diese Fremdbestimmtheit aufzulösen, von den Fesseln den Menschen zu befreien. Dann war der Mensch tatsächlich ein Freilaufender, ein Selbstbestimmter. Und dafür brauchte er zur Befreiung zwei Energien oder Kräfte. Zum einen brauchte er die Fähigkeit zur Kritik und er brauchte Mut. Das meint Aufklärung nach Kant. Und nun das Ganze als historische Dimension. Mit einer einfachen Frage. Wann und wo begann die Aufklärung? Typische Antwort: erst England, dann Frankreich, dann die Niederlande, dann Deutschland. Aber so einfach ist das Ganze nicht. Denken wir an Martin Luther. Im Jahre 1517 schon versucht er nachzuweisen, dass der Begriff Ablass eigentlich gar nicht im Neuen Testament steht. Er hatte eine aufklärerische Kritik entwickelt. Oder nehmen wir den Italiener Galileo Galilei. Er beobachtete das Weltall und stellte fest, dass im Zentrum des Weltalls nicht die Erde, Gottes Schöpfung, steht, sondern womöglich die Sonne. Oder nehmen wir den französischen Philosophen René Descartes. Er sagte in seiner Philosophie Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Auch dies hat zumindest einen aufklärerischen Anschein. Unsere Frage ist anscheinend nicht korrekt. Wir stellen sie etwas präziser, nämlich so. Wann begann die deutsche Aufklärung? Erster Teil der Antwort, die deutsche Aufklärung grenzte sich vom Absolutismus und seiner Kunst- und Kulturform dem Barock ab. Und jetzt kann ich nicht einfach einen Zeitstrahl entwickeln, denn die deutsche Aufklärung bewegte sich kleckerweise und unstet. Genau genommen hatte sie ihren Höhepunkt in einem Zeitfenster von 100 Jahren. Das Zeitfenster begann in etwa um 1700 und endete folglich etwa um 1800. Und in diesem Zeitfenster waren zwei wichtige außenpolitische Zäsuren zu vermerken, aufklärerische Zäsuren. Zum einen im Jahre 1776 die Unabhängigkeitserklärung der damals 13 Vereinigten Staaten. Und schließlich 13 Jahre später, 1789, die Trikolore verweist darauf, die Französische Revolution in Paris. Das sind die wichtigsten politischen Fixpunkte. Damit zur nächsten ganz wichtigen Frage. Wie eigentlich konnte die Aufklärung in der Gesellschaft getragen werden? Durch wen? Zeichnen wir uns die Gesellschaft als eine soziale Pyramide an der Spitze mit dem absolutistischen Souverän, dem König. Nun, der war nicht aufklärerisch. Auch der erste Stand, der Klerus, der geistliche Adel, war nicht aufklärerisch. Auch der zweite Stand, der Adel, war es eher nicht.
sondern die wichtigste Trägerschicht der Aufklärung war das Bürgertum. Das Bürgertum war die ökonomische Hauptkraft der Gesellschaft. Das Bürgertum zahlte die meisten Steuern und es hatte am meisten Interesse an Fortschritt, an Veränderung, Verbesserung, an Bildung. Naja, und wer viel liest und studiert, der beginnt natürlich verkrustete Strukturen in Frage zu stellen, der beginnt das Establishment etwas skeptisch anzuschauen. Und das nennen wir Aufklärung. Und zwar bürgerliche Aufklärung. Die nächste ganz wichtige Frage hat mit Öffentlichkeit zu tun. Denn die Aufklärer suchten die Öffentlichkeit, zum Beispiel mit Zeitschriften, Zeitungen, aber auch mit Flugblättern. Dies war eine Möglichkeit, Masse zu erreichen, zu mobilisieren, zu informieren, sich auszutauschen. Möglich war das natürlich auch mit dem Buchwesen, also mit Büchern, aber auch mit Bibliotheken oder mit Lesezirkeln. Und dann ging es natürlich auch um Gelehrsamkeit und deswegen war ein ganz wichtiger Sektor der Öffentlichkeit, der aufklärerischen Öffentlichkeit, der Bereich der Universitäten. Die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften, hier besonders die Philosophie, waren von immenser Bedeutung. Bleibt noch ein Bereich für die aufklärerische Öffentlichkeit, gemeint ist diesmal der Bereich der Geselligkeit, der Salonkultur, gemeint sind aber auch die Geheimbünde, etwa die Freimaurer und die Illuminati. Damit kommen wir zur literarischen Ebene. Denn natürlich müssen wir uns fragen, was hat die Literatur in die Aufklärung eingebracht? Nun, die Schriftsteller, insbesondere in Deutschland, hatten vor allen Dingen ein Interesse an zwei literarischen Gattungen. Sie waren typisch für die Aufklärung. Zum einen entdeckte man die Welt des Theaters, der Bühne, auf der man modellhaft bürgerliche und gesellschaftliche Probleme zeigen und einem bürgerlichen Publikum vorstellen konnte. Gemeint war die Welt der Tragödie und später des bürgerlichen Trauerspiels. Der erste Vorreiter dieser Bewegung war übrigens der Leipziger Professor Johann Christoph Gottsched. Und auch die zweite literarische Gattung hatte durchaus ein antikes Vorbild, den Sklaven Aesop. Diesmal ging es um eine kurze Prosaform, bei der Tiere in kürzester Ebene so etwas wie gesellschaftliche Probleme demonstrierten. Gemeint ist natürlich die Welt der Fabel. Und hier war der erste und wichtige Vertreter der Halberstädter Schriftsteller Johann Fürchtegott Gellert. Der Superstar der deutschen Aufklärung fehlt natürlich bei diesem Namen noch und er kommt jetzt. Gemeint ist Gotthold Ephraim Lessing und ich würde gern eine Fabel präsentieren, die Fabel von Affe und Fuchs. Sie geht so. Nenne mir ein so geschicktes Tier, dem ich nicht nachahmen könnte, so prahlte der Affe gegen den Fuchs. Der Fuchs aber erwiderte, und du nenne mir ein so geringschätziges Tier, dem es einfallen könnte, dir nachzuahmen, Schriftsteller meiner Nation. Muss ich mich noch deutlicher erklären? Der erste Teil eindeutig, zwei Tiere kommen im Dialog und Streitgespräch zu einem Konflikt. Das ist der narrative, der erzählende Teil, die Vorgeschichte. Fachbegrifflich wird sie auch bezeichnet als Promythion. Und dann kommt klassisch eigentlich die Lehre, die Moral, aber schaut mal genau hin, hier ist gar keine Moral oder Lehre, hier werden nur die Adressaten der Fabel genauer benannt, nämlich die Schriftsteller der deutschen Nation. Dieser moralische Teil wird in der Fachsprache auch benannt als Epimythion. Und nun die Frage, was hat dieser kleine Text mit Aufklärung zu tun? Wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Da haben wir in den Baumwipfeln also den Affen. Er vertritt wahrscheinlich eher die traditionellen Schriftsteller und er hat durchaus negative Attribute vorzuweisen. Denn der Affe erscheint, naja, zumindest eitel, selbstbezogen, ein sich selbst überhöhender Nachahmer und Kopiermeister ist er. Und er schaut hinab auf den aufklärerischen Geist in Gestalt eines Füchsleins auf dem Erdboden. Der guckt hoch und er ist wahrlich aufklärerisch, denn er hat folgende Eigenschaften. Er ist klug, unbestechlich, er ist vor allem kritisch und ein Widersacher. Und zwischen diesen beiden Tieren wird auf kürzestem Raum ein aufklärerisches Grundproblem von Literatur behandelt, nämlich die Frage, ob es reicht, dass Literatur nur einfach nachahmt. Muss Literatur nicht auch kreativ, innovativ und neu sein? Damit kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, die schließt sich zwingend an. Wie wurde denn die Aufklärung eigentlich abgelöst? Durch welche Bewegung? Zwei gab es in der deutschen Literaturgeschichte. Zunächst die Rock'n'Roller aus Straßburg um Herder, Lenz und Goethe. Gemeint sind die Stürmer und Dränger in der Zeit zwischen 1770 und 1785 huldigten sie Wilhelm Schüttelspeer. Gemeint ist natürlich William Shakespeare. Sie glaubten an das Genie des Künstlers und die Provokation.
Und dann im Jahre 1798 gab es eine Bewegung, die in Jena ihren Lauf nahm. Man versammelte sich unter dem Symbol der blauen Blume. Gemeint ist diesmal die Romantik. Die Romantik um Schlegel und Novalis glaubte nicht zuerst an Vernunft und Verstand, sondern an das Phantastische, Märchenhafte. Na ja, vor diesem Hintergrund ist eine Frage erlaubt. Leben wir denn heute eigentlich in einer aufgeklärten Welt? Sind wir selbstbestimmt? Vor 120 Jahren hat ein Wiener Psychoanalytiker bereits darauf hingewiesen, dass wir nicht nur von bewussten und vernünftigen Kräften geleitet werden, sondern auch von unbewussten Triebkräften. Gemeint ist die Psychoanalyse nach Sigmund Freud. Im Jahre 1916 kam eine neue, zweite Geistesbewegung, der Strukturalismus, der darauf hinwies, dass kein Mensch völlig frei ist. Nichts ist völlig frei. Alles ist miteinander verzahnt und voneinander abhängig und ineinander gefesselt. Naja, und 1940 entdeckte man die menschliche Zelle und damit das Problem, dass wir uns nicht nur über Vernunft und Verstand prägen und beeinflussen, sondern dass wir vordisponiert sind durch unsere Gene und genetischen Anlagen. Also sind wir selbstbestimmte Menschen? Nun, zumindest sind wir es in einer Weise. Wir können dieses Video schließen. Das war Deutschen Bildern. Ich möchte mich herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit und am Ende noch auf zwei Dinge hinweisen. Ich habe versucht, die literarischen Epochen auf 6 Seiten in eine PDF-Datei zu bringen und diese PDF-Datei könnt ihr auf zweierlei Wege finden. Entweder ihr geht auf Facebook und hier auf den Account von Deutschen Bildern oder aber ihr öffnet schlicht und ergreifend den Link unter diesem Film in der Infobox. Auch so ist das ganz einfach. Und dort findet ihr dann noch einen zweiten Link, nämlich zu einem 2,5-minütigen Film vom ZDF von Dreisat zum Thema Aufklärung. Sehr unterhaltsam, sehr rasant und sehr klug. Für heute war's das. Vielleicht ja bis zum nächsten Mal.